Es hat schon eine gewisse Tradition in der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie, dass Arbeitgeber und Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen fair miteinander umgehen. Tradition ist aber auch, dass am ersten Verhandlungstag nur Argumente und Positionen ausgetauscht werden, es zu keiner Einigung kommt. Die war bei einer 5%-Forderung der IGBCE auch nicht möglich. Ich glaube, unser stärkstes Argument ist, dass in den letzten 5 Jahren sich eine Schere geöffnet hat zwischen der Lohnentwicklung und der Produktivität. Seit 2010 sind die Löhne um 15% gestiegen, die Produktivität ist um 4% gesunken. Das Öffnen dieser Schere, das weitere Öffnen dieser Schere, das müssen wir verhindern. Und das ist unser Hauptargument gegen eine Forderung von 5% Erhöhung. Verhandlungsführer Hans Oberschulte hat es in diesem Jahr einfach, Argumente gegen eine kräftige Lohnsteigerung anzuführen. Denn die Zahlen in der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie sind rückläufig. Fast 10% weniger Umsatz, weniger Auftragseingänge und sinkende Erzeugerpreise. Wir können für die Chemieindustrie in Rheinland-Pfalz klar sagen, dass weder beim Umsatz noch bei der Produktion noch bei der Preisentwicklung wir eine wirtschaftliche Dynamik haben, die eine hohe Tariferhöhung erlauben. Dazu kommt, dass wir praktisch eine Nullinflation haben. Das heißt, jegliche Lohnerhöhung wirkt sich praktisch 1:1 auch als reale Lohnerhöhung aus. Zusätzliches Problem: Die Chemie in Rheinland-Pfalz ist von wenigen großen und vielen kleinen Betrieben geprägt. Diese Struktur lässt keine hohen Lohnsteigerungen zu, denn gerade die kleinen Unternehmen haben mit dem harten Wettkampf auf dem Weltmarkt zu kämpfen. Das wissen auch die Gewerkschaften. Und so stehen die Zeichen im Tarifkonflikt nicht unbedingt auf Konfrontation, sondern eher auf Einigung. Am Ende müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Es wird sicherlich nicht möglich sein, dass die IGBCE bei 5% unter allen Umständen bleibt. Genauso wenig werden wir bei dem Standpunkt bleiben können, dass überhaupt keine Tariferhöhung möglich ist. Das heißt, man wird aufeinander zugehen müssen. Wie viel das ist und wie das im Detail aussieht, muss dann natürlich in den Verhandlungen entsprechend rausgearbeitet werden. Die Tarifverhandlungen in der Chemieindustrie werden am 14. Juni in Hannover auf Bundesebene weitergeführt.